Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pete's Meat Pommentiert Pommentare oder Pete's Meat Peace Pommentare oder wir lesen eure Kommentare und antworten darauf heute mit dem Sebastian und dem Jonathan. Back hallo. Pommes. Und heute das erste Mal, dass wir nicht wissen, was für, beziehungsweise dass wir vorher ausgewählte Kommentare nutzen werden, ja. Von uns, also aus dem Hintergrundteam haben Kommentare rausgesucht, gesammelt und uns in einen Ordner gesteckt und die werden wir jetzt durchgehen. Wir fangen an mit der 1 und die 1 öffnen wir in 3, 2, 1 jetzt. Heute möchte ich nicht an den Tag der Deutschen Einheit erinnern, sondern an ein nicht weniger wichtiges Ereignis. Heute vor genau einem Jahr veröffentlichte Pete's Meat das MW2-Video, in dem es das 12:0 gab. Es veränderte die Welt, wie wir sie bis dato kannten. Uns war bewusst geworden, dass ein Team bestehend aus Jay, Sepp und Dalukat tatsächlich 12 Runden solch einen Rotz zusammenspielen kann, dass das Unmögliche eintrat. Gedenkt an diesem 3.10., also auch diesem Sieg von Twin Shooter FW. Und kann man den ganz Kommentar streichen? Alter, wenn ich mich daran erinnere, dann tut mir das wirklich in der Seele weh, weil das war echt, das war so ein trauriger Tag. Ja, da lag er dann Dalu, der war richtig scheiße und dann ist der mal laut und so mit seinem Ninja. Das ist alles Dalus Schuld, würde ich sagen. Das war so ein trauriger Tag und komischerweise, dieses Dreier-Dream-Team ist auch in Mario Kart immer wieder ein Fest zu erleben. Wieso? Also theoretisch ist das doch am Tag der Deutschen Einheit dann passiert. Das heißt, das passiert jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit können wir an das MW-Ergebnis gedenken. Das muss ich mir jetzt in mein Gehirn einbrennen. Das ist ja der viel wichtigere Tag im Endeffekt. Das Ereignis ist ja viel relevanter für die Geschichte. Ja, deshalb haben die Leute ja auch frei, weißt du? Nicht wegen Einheit und Scheiße, das juckt so, sondern weil wir euch fertig gemacht haben. Das wäre richtig geil, dann die Folge muss ich mir nochmal. Vielleicht kriegt ihr irgendwann noch eine Statue dafür gebaut, wo wir dann unten so knien und dann so an ja, den wo Füßen wir mit unseren so Füßen auf euch draufstehen. Ja, genau. Ja, genau. Okay, nächster Kommentar in 3, 2, 1, jetzt. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, fang mal an. Okay, Q23789 schreibt: Auf sinnvolle Kritik, Anregungen, inhaltliche Einsprüche, Debatten innerhalb der Kommentare und das Anmerken von technischen oder qualitativen Mängeln in einzelnen Videos geht ihr leider eher weniger ein. Irgendwie kurios, dass ihr vor kurzem erst um Interaktivität gebeten habt, mehr Perspektiven oder bessere Videoqualität, ihr die Chance, dieses Thema aufzugreifen und zum Beispiel öffentlich unterschiedliche Standpunkte zu kommentieren, völlig verschenkt. Alternativ hättet ihr exemplarisch auch einen gut geschriebenen Kommentar, der eure Entscheidung hin zu mehr Perspektiven maßgeblich beeinflusst hat, vorlesen können. Vielleicht gab dazu noch ein gesondertes Video oder ein Vorwort in einer zukünftigen Kart-Folge. Als das Thema strafbare Inzucht erneut aufkam, hättet ihr auch mal eben ein 2 Minuten Recherche herausfinden können, dass Beziehungen zwischen Cousins und oder Cousinen im deutschsprachigen Raum seit jeher rechtlich vollkommen unproblematisch sind, anstatt weiter Halbwahrheiten zu verbreiten. Generell geht ihr auf sinnvolle Kommentare leider wenig ein, mehr hingegen auf Low-Effort-Kommentare und eigens verfasste Anmerkungen. Ich hatte die Hoffnung, ihr würdet Kommentare kommentieren. Das ist mehr ein Audiokommentar zu einer Handvoll eigener Videos aus der vergangenen Woche. Ich weiß, dass ihr gerne Eichelecker seid, ihr Gronkh und Co. mögt und eure Videos gut findet. Das müsst ihr jetzt nicht 30 Minuten lang erwähnen. Mehr bietet das Video aber echt nicht. Dennoch unterhält es vorzüglich und mehr soll es wohl auch nicht. Schade, dass sich das Format in diese Richtung entwickelt. Aber vielleicht erfolgt die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Videos und Teilen der Zuschauerschaft jetzt vermehrt in den Highlights der Wochenvideos oder auf anderen Plattformen. Das bedeutet Arbeit und eine Auseinandersetzung mit schmerzhafter, vereinzelt leider auch beleidigender Kritik. Das kann, will verständlicherweise nicht jeder. Insbesondere mit Sepp und Pete gibt es hingegen Teile des Hauptteams, die daran ein aktives Interesse haben. Ich mag euch und ich mag diese Community und ich hätte es gerne, dass ihr diese Community auch in Gänze mögen könnt und wir wieder gemeinsam Spaß an eurem geilen Scheiß haben können. Etwas Vorbereitung und eine richtige Auseinandersetzung auf sachlicher Ebene mit eurer Community wird es sicherlich allen Seiten helfen. Insbesondere wäre man endlich den ewig nörgelnden, destruktiven Teil. Pete's Meat interessiert sich nicht für uns, Pete's Meat will nur Geld. Früher war alles besser, man strengt sich nur für PPs an und ansonsten leidet die Qualität innerlich und technisch los, anstatt nur noch mehr Fans in dieses Extrem zu treiben. Das wollen hoffentlich alle hier. Alter, das Vater war ganz schön viel, aber es wurde ausgesucht, dieser Kommentar. Inhaltlich zumindest ein sehr, sehr konstruktiver Beitrag, was ich sehr schön finde. Also, aber zumindest ich muss da Ihnen sagen, ich verstehe ihn teilweise nicht. Ich verstehe ihn sehr gut, weil es ist ein Kommentar unter unserem PPP-Video vom letzten Mal, wo wir wirklich nur hingegangen sind und die Videos der letzten Tage und dort Kommentare vorgelesen haben. Da verstehe ich, sonst war das immer, wir gehen in alle Kommentare und suchen da was heraus. Aber deswegen heißt das Video auch die Top-Kommentare der letzten Woche. Ja, genau. Ja. Aber er hat irgendwie von PPP was anderes erwartet, weil wahrscheinlich in der Vergangenheit er da zufriedener war. Aber
Ich glaube, das, was er gerne möchte, ist eigentlich eher so unser Wochenrückblick-Ding, wo wir uns wirklich sehr kritisch auch dann mit den Dingen beschäftigen. Der PPPW geht ja jetzt auch ein bisschen in die Richtung, weil wir die Kommentare jetzt vorher raussuchen lassen. Ja, dadurch haben wir zumindest die Sicherheit, dass da was einigermaßen Vernünftiges bei ist. Natürlich wird da auch Low Effort beibleiben. Wir sind immer noch Pete Smith. grundsätzlich wollten halt einfach viel mehr Leute in den Kommentaren mehr Perspektiven als gute Qualität. Da müssen wir eigentlich meiner Meinung nach nicht nochmal speziell ein Video zu machen oder sowas. Und vorher recherchieren bei Sachen, reagieren auf Werbung. Wie soll das funktionieren? Also wenn wir das erste Mal reacten auf eine Werbung, dann können wir doch nicht vorher recherchieren, ob jetzt Cousinen oder Cousins das nicht dürfen oder schon. Das ist halt Trash-Talk. Erwarte da jetzt nichts Recherchemäßiges bei einem 90s-React. Vor allem, wir fanden das einfach nur ekelhaft und haben halt nebenbei gedroppt. Ja, das ist, glaube ich, auch verboten. Wir haben ja nicht gesagt, das ist so. Und es ging viel mehr darum, dass wir das eklig fanden, als dass wir das irgendwie polizeirechtlich verurteilen. Wobei ich noch weiterhin sagen muss, Cousins und Cousinen, ja, das mag ja rechtlich erlaubt sein, aber ja, sag ich ja, das, Alter, finden wir mehr ekelhaft, als halt, das. Vor allem, wie die Bahn halt darauf abgegangen ist. Das war halt schon dieses, guck mal, eine geile Cousine, oh, wir müssen da hin. Ich dann auch nur denke, was stimmt denn nicht mit euch? Naja. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, diesen Kommentar zu verfassen. Ja, sehr schön. Den nächsten muss jemand anders vorlesen. Ich springe um in 3, 2, 1, jetzt. Mach ich. Marcel Feyer sagt, das mit den neuen Maps hat ja lange gehalten, genau wie die neuen Waffen unter einem TTT-Video. Und auch die Stamina-Anzeige ist nur als Deko da. Das stimmt, benutzt ihr die Stamina des Sprinten? Gelegentlich benutze ich es tatsächlich, ja. Das ist ganz selten. Aber meistens habe ich ja die letzten Folgen habe ich meistens immer irgendwo in der Ecke gechillt, weil ich innocent war. Also da konnte ich gar nicht viel die benutzen. Ich glaube, das mit den neuen Maps, wir haben gar nicht so viele neue Maps wirklich gehabt, ne? Nee. Also wir haben mehr Items gehabt als Maps und die Stamina-Anzeige, die. Und ich verstehe halt auch nicht, was er erwartet. Also wir können ja nicht jede Folge, jede Aufnahmesession neue Waffen haben. Oder meint er, dass wir die benutzen sollen? Aber ein paar von den neuen Sachen benutzen wir doch definitiv, oder nicht? Ja. Alleine die Harpune, möchte ich mal dran erinnern. Also Peter ist der Harpunenmeister. Ich weiß nicht, ob die Folge schon online gekommen ist, tatsächlich. Aber die wurde häufig benutzt. Die müssten ja schon irgendwann angekommen sein. Die müssten ja schon relativ weit sein. Also ich glaube es vielleicht sollten wir einfach noch mehr neue Maps wirklich, weil ich glaube, Maps gehen eigentlich immer. Muss sich halt jemand drum kümmern. Macht mal Vorschläge, welche Maps wir nehmen sollen. Genau, macht das einfach mal hier unten. Genau, da könnt ihr mal das auflisten oder so. In und vielleicht auch ein paar coole Traitor-Items. Jetzt hier unter die PPP-Folge. Ja, das macht Sinn. Ja. Und dann schön upvoten, wenn ihr sowas seht. So einen Kommentar immer upvoten, damit wir den dann auch sehen. Ja, wenn die Sachen gut sind. Ja. Okay, nächster Kommentar liest Jay vor in 3, 2, 1, jetzt. Das wusste ich nicht. Recon vor 2 Minuten. Jay hat krasse Ähnlichkeiten mit Pennywise aus S. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich kenne Pennywise leider. Das ist der Clown. Muss wohl echt. Achso, Pennywise ist der Clown, okay. Ich glaube, das ist der Clown. Ich habe die Filme auch nie gesehen, aber ich meine, das ist der Clown. Und ich stimme dir zu, The Reckon. Pennywise ist eine Sexbombe, die ziemlich intelligent sein muss. Ja. Und aber volles Haar hat und einfach nur Mr. Universe eigentlich wäre. Es gibt von Pennywise mehrere Darstellungen. Einmal mit roten Haaren und einmal mit orangen Haaren. Und ich finde, der mit den roten Haaren, der passt, also der hat keine Ähnlichkeit mit Jay. Aber der mit den orangen Haaren, der hat auch diesen Blick wie Jay und diese hohe Stirn. Dieses fiese Lächeln auch oder Lachen wie Jay. Dieses das stimmt. Ich glaube, deswegen meinen die das auch. Ja, aber der mit den roten Haaren, nee, das ist nicht Jay, das ist, nee. Aber orange. Haben wir ja analysiert, aber danke, The Reckon. Ich lese den nächsten Kommentar vor in 3, 2, 1, jetzt. DXT 1989, 2,1 Millionen Subs, aber die Explosionseffekte sind immer noch mega kacke. PS, dies ist kein Hate-Kommentar, jeder, das denkt, es ist einer, das ist dann sein Problem. Ich habe nur gesagt, jeder was denkt, ich denke. Das denkt. ich glaube, da war wirklich das Problem, dass die bei diesen Special Effects haben wir ja keine Special Effects. Das heißt, worum geht's denn überhaupt? Am Anfang von meinem Intro war in der Community Challenge ja, wie ich irgendwie mich verkleide so ein bisschen.
und dann halt so voll krass gucke und dann ist so eine Explosion, die durchs Bild geht und einmal den ganzen Bild. Das ist doch viel geiler, wenn das kacke ist. Ja, die sind überhaupt nicht kacke, das soll doch trashig auch sein. Ja, das ist halt mehr trashig, das ist mehr so New Kids-Style. Und ist da auch ein Fischstäbchen durch die Gegend geflogen? Nee, leider nicht. Oh, aber ich habe mir einen Fidget Spinner gegen die Wange gehauen, der richtig krass wehgetan hat. Das war schon übel. Naja, das PS sagt ja sowieso schon viel aus. Wer so ein PS dann darunter setzt. Naja. Sepp, der nächste. Oder willst du dich noch weiter verteidigen? Nee, alles gut, alles gut. 3, 2, 1, jetzt. Alter. Habt ihr euch mit Dalu gestritten? Fragt Mr. Brown. Der ist zurzeit in Japan. Okay, da kommt dann direkt die Antwort. Ja, sie haben sich gestritten. Gestritten? Also, Mr. Brown, hörst du dich gar nicht um? Erstens, Grammatik ein bisschen daneben. Zweitens, Dalu war in Japan. Deshalb kommt er ein bisschen weniger vor. Ja, deshalb kommt Aufbruch 2.0. Und du musst nur in die Folge genau hinhören. Jedes Mal, wenn Jay gestorben ist, hört man leise aus dem Off Dalus hässliche Lache. Nee, grässliche. Gehässige. Wie fies die Leute den direkt verarschen, den Mr. Brown. Weil das ein bisschen. Ja, sie haben sich gestritten. Bald kommt Aufbruch 2.0, ja. Das ist so, genau, das ist so eine Jay-Herangehensweise. Finde ich. Wenn du so eine dumme Frage stellst, kriegst du erstmal eine doppelt so dumme Antwort. Ja, wahrscheinlich war es einfach ein Zuschauer, der halt uns gelegentlich guckt und dann sich einfach nur gewundert hat. Aber ich schreite mich immer mit Dalu. 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 Nur um das nochmal kurz klarzustellen, wir haben uns nicht mit Dalu gestritten. Nee, der war einfach nur in Japan. Wow, Wahnsinn. Schade, das hätten wir bei Mr. Trashpack morgen in der News sein können. Schade. Okay, Jay, du in 3, 2, 1, jetzt. Ach du Schade. Oh, oh. Oh, jetzt ist ein dummer Kommentar. Da ist weg, da ist Liebe PeteSmeet Community, es wäre wunderschön, wenn ihr mir einen Gefallen tut und diesen Artikel komplett lest. Den ich brauche eure Hilfe, um die Aufmerksamkeit von Peter zu bekommen. Denn mir ist etwas eingefallen und aufgefallen. Ich und Peter. Sogar eigentlich jeder Aria, bitte nicht falsch verstehen, ansonsten fragt mich einfach oder schaut auf Wikipedia. Dies bedeutet, dass Peter und ich auf jeden Fall im gleichen Stammbaum vorkommen. Aufgrund dessen würde ich mich gerne mit dem PeteSmeet-Team treffen und darüber, und natürlich wird schnell langweilig, auch anderes zu sprechen. Also Leute, schwingt die Hufe und helft mir bitte. Hab euch alle lieb. Name, E-Mail. Alter, bitte nicht zuspammen und nur an das PeteSmeet-Team weiterleiten. What? What the fuck? What? Vor allem die Antwort darunter. Ist das dein verdammter Ernst? Weißt du, mit voller E-Mail Alter. Und so. Name. Alter. Peter, du hast einen Verwandten da, den du noch nicht kanntest, ja, und der möchte einfach mal mit uns treffen und auch über andere Dinge reden, weil es wird ja schnell langweilig, wenn man sich nur über das Arische unterhält. Ich muss halt wirklich, also ich bin halt wirklich verwirrt. Also erstmal ist das ja, ist die Frage, ist das ein Trollkommentar? Ja, nein. Das ist nämlich eine sehr gute Frage, finde ich. Und wenn das ein Trollkommentar ist, hat er absichtlich 1000 Rechtschreibfehler drin oder hat er nicht absichtlich 1000 Rechtschreibfehler drin? Ich bin komplett verwirrt. Ich habe ja so eine grundsätzliche Regel. Jeder, der mehr als ein Satzzeichen benutzt, der hat schon mal eine Meinung, die nicht relevant ist. Ja? 3 Ausrufezeichen, nicht relevant. 3 Punkte, nicht relevant. Ja, 3 Punkte vielleicht ausnahmsweise. Was mit 2 Klammern? Punkte benutze ich häufig. Ja, aber der hat ja auch 2-mal vorher Klammer auf. Da musst du auch 2-mal Klammer zumachen. Das ist schon richtig. Oh, das stimmt. Ah, oh, der ist ganz gute Mathe dann. Aber nur also nicht da in stellt sich viele Fragen stellen sich da, aber wieso redet keiner darüber, dass er denkt, wir wären im gleichen Stammbaum, weil wir angeblich beide Aria sind? So what the fuck einfach nur. Vielleicht sieht er dir auch total ähnlich, Peter. Vor allem auch ich und Peter. Dein vermisster Bruder. Also ich bin voll verwirrt. Total Peter, verwirrt. Peter, was erzählst du jetzt dazu? Ja, nee, ich erzähl da nichts mehr zu. Ich nehme den nächsten Kommentar, das ist einfach nur so. Den nächsten Kommentar lese ich vor Peter. In 3, 2, 1, jetzt. Leon, invertierte Steuerung, also Jay spielt, wie er spricht, Fragezeichen.
Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich kriege immer die fiesen Kommentare ab. ohne Spaß, vielleicht erklärt das auch endlich mal die Jay'sche Krankheit. Bei Jay ist einfach in den Optionen die invertierte Sprachsteuerung an. Und, der ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der ist echt gut. Und nächsten von Sepp dann wieder in 3, 2, 1, jetzt. Ich weiß nicht, was bei 8,25 gruseliger finden soll. Ach, was ich bei 8,25 gruseliger finden soll. Jays Gesicht oder Sepps Fidget Spinner? Das war unter PPPP. Möchtest du eigentlich, dass man deinen Namen mit P oder mit B schreibt? Eigentlich mit P. Ja, ne? Eigentlich ist P richtig, aber ich sehe sehr viele, die dich mit B schreiben, weil es ist ja von Sebastian. Ja, Christian ja zum Beispiel heißt auch. Du heißt ja nicht Sebastian. Christian schreibt dich auch mit B. Ja, total häufig. Und er sagt auch immer, ey, der heißt doch Sebastian und nicht, nein, das kommt von Ja, aber von wir Seppel. Nennen dich ja Sepp und nicht Seppe. Aber früher habt ihr mich Seppel genannt. Also nee. Hardy zum Beispiel nennt mich immer noch total häufig Seppel. Und daher kam dann die P-Abkürzung, weil ich dann Seppel dann abgekürzt habe zu Sepp. Ah, ist mega crazy. Ansonsten kann man zu dem Kommentar nicht allzu viel sagen, ne? Ja. Jay hat aber echt gruselig geguckt. Ist das nicht da, wo Jay angestarrt hat, wo die Zuschauer geschrieben haben, hey, hier Anstarrwettbewerb mit Jay, ich hab's mir angeguckt, ey. Als wenn Jay tot gewesen wäre. Innerlich ist er das ja auch. Warum ist selbst Fidget Spinner eigentlich gruselig? Keine Ahnung, weil, glaube ich, Leute eine Abneigung gegen Fidget Spinner haben. Ich habe den einfach nur so als Joke immer hier rumliegen. Also ich habe keinen. Der ist einfach nur ganz witzig. Tja. Letzter Kommentar von Jonathan vorgelesen in 3, 2, 1, jetzt. Wora, wie haben meine Haare bitte ausgesehen? Peter Fels-Smits hat die gleiche Frisur seit 5 Jahren. Das war das Beste auf Februar, genau wo Peter. Da hatte Peter aber wirklich sehr strubbelige Haare. Ja, das war überhaupt nicht meine normale Frisur. Du Witzbold, Wora oder Witzboldin. Du hast halt seit 5 Jahren dieselbe Frisur, ist halt so. Ja, aber in dem Fall, wo ich diesen Kommentar genannt habe, hatte ich gerade nicht diese Frisur. Ja, aber. Bad Hair Day hattest du morgens da. Aus. Bad Hair Day. Alter, ich habe mittlerweile wieder so lange Haare. Das stimmt nicht. Abschneiden. Peter sieht morgens immer noch so aus, wie er in den Aufnahmen aussieht. Tu dir keinen Zwang an. Haare also, ich würde das umsonst machen. Nee. Peter lässt sich die für Friendly Fire wachsen, habe ich gehört. Und dann, damit ich bei Friendly Fire sagen kann, ein Spendenziel ist Haare abschneiden und dann schneide ich die genau auf die Länge, wie ich sie normalerweise trage, meinst du? Smart! Das wäre geil. Das ist genauso wie, smart. Ach, ich will mir eigentlich meine Haare mal grau färben. Ach nee, das behalte ich mir einfach auf, bis das Spendenziel kommt. Voll geil. Okay, das waren die 10 Kommentare, die rausgesucht wurden. Waren gute Kommentare dabei. Low-Effort-Kommentare, High-Effort-Kommentare, lustige Kommentare, weniger lustige Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste Woche wieder PPP, wieder mit uns, wieder mit euch. Bis dahin, haut rein. Haut rein. Ciao. Ciao.